in Homburg angekommen? Ja, kann man so sagen nach der einen Woche. Ich glaube, ich fühle mich ganz wohl hier. Ja. Bin angekommen. Das war ja heute ein tolles Spiel. Erste Halbzeit völlig überlegen. Ja. Ne, das sieht sehr gut aus schon für diese Zeit, oder? Ja, muss ich auch sagen. Wir haben echt ein gutes Spiel gemacht die erste Halbzeit. Hätten wir auch noch höher führen können, aber ich glaube, mit dem 3-0 zur Halbzeit gegen Kaiserslautern können wir hoch zufrieden sein. Nichtsdestotrotz wissen wir das gut einzuschätzen und müssen jetzt weitermachen. Genau. Jetzt beginnt ja die Runde in 2,5 Wochen. Wer sind für dich die wichtigsten Wettbewerber um den Aufstieg? Ja, ich glaube, dieses Jahr gibt es einige. Klar, erst FC Saarbrücken angefangen, Ulm ist für mich ein ganz, ganz hoher Kandidat für ganz vorne. Offenbach ist dabei, Steinbach. Ich glaube, wir können auch eine gute Rolle spielen da oben. Und dann rutscht meistens noch ein Zweitmannschaftsvertreter mit rein. Also es sind schon einige Mannschaften. Ich glaube, es wird eine spannende Saison. Hast du irgendwelche Unterschiede jetzt so festgestellt zwischen Saarbrücken und Homburg, so jetzt was das Niveau anbetrifft, was die Betreuung anbetrifft? Ja, ist schwierig nach der ersten Woche zu sagen. Muss man jetzt mal abwarten. Ja, ich bin gut aufgenommen worden, bin ich in Saarbrücken, aber auch kann ich jetzt nichts Schlechtes sagen. Von dem her muss man jetzt mal abwarten, genau. Herr Luginger, 3:1, das ist ein erstaunliches Ergebnis für einen Regionalligisten gegen den doch favorisierten Drittligisten, oder? Ja, natürlich. Wir haben das jetzt sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Ja, die Mannschaft hat da schnell kombiniert. Ja. Wir haben Überzahl geschaffen und von dem her war das ein eher sehr gutes Spiel. Erste Halbzeit für uns oder von uns auch. Und wir sind gerade aus dem Trainingslager gekommen. Zweite Halbzeit wurden die Beine immer schwerer. Aber wir wissen das auch richtig einzuordnen. Ja, das soll der Mannschaft Sicherheit geben. Aber in der Meisterschaft sehen die Spiele dann wieder ein bisschen anders aus. Ja. War das heute schon die Startelf, die man so auch in 2,5 Wochen erwarten kann? Nein, das kann man nicht sagen. Wir haben noch 2,5 Wochen. Wir haben noch gute Spieler, die jetzt nicht zum Einsatz kamen, die momentan auf der Bank waren oder verletzt noch waren. Also von dem her ist es noch nicht die Startelf gewesen. Sie haben sehr hohe Ziele gesetzt diese Saison. Welche Wettbewerber, denken Sie, haben Sie um den Aufstieg? Wer hat denn die Ziele schon gesetzt? Ich weiß nicht, wir haben noch keine Ziele erklärt für die neue Saison. Aber wenn Sie, weiß ich, wo Sie es vernommen haben, aber von mir noch nicht. Ja. Ich glaube, der Herr Eder hatte mal sowas erwähnt, dass man doch in die Richtung blickt. Ja, man sieht ja, also wir haben eine gute Mannschaft. Wir wollen natürlich da oben mitspielen wieder. Ja, und alles andere wird die Zeit sich zeigen. Ja, Oh,